Und endlich, nun ist es soweit. Wir werden mit Simone in den Studiopark fahren. Und zwar genau jetzt. Weg damit. Zaxi anrufen, in den Studiopark fahren. Das ist deine Chance, heute ganz groß rauszukommen. Genau jetzt, in dem Moment, in dem du hier anrufst. Ja, genau. Komm mal schneller. Ja. Warte einen kurzen Moment. Ich weiß. Dafür ist aber leider jetzt keine Zeit. Ein Star hat halt nicht für alle Sachen Zeit. Okay, setz dich, solange der Boss noch nicht da ist. Der Boss ist jetzt da. Du musst jetzt fahren. Das Sitzen hat sich gelohnt. Das ist der Bus zum Erfolg. Ah ja, das ist übrigens Silvia, die Zeitungsverkäuferin? Austrägerin. Verkäuferin steht da, Austrägerin. Oh. Oh. Wollen wir das nicht nochmal schnell beseitigen? Sieht so unschön aus. Noch haben wir auch noch keine Rechnungen erhalten. Perfekt, okay. Ach, da liegt ja mehr Scheiß rum. Oh, habt ihr nicht gehört. Okay. Ach, nur wegen dem Komfort ist die so schlecht gelaunt, das kann nicht sein. Ja, ist aber ihr Problem. Also ein Star kann echt nicht immer alles kriegen. Denn ein Star wird berühmt. So wie Simone. Sei Mann. Tagesmusik, gleich anzeigen. Tagesmusik. Musik fürs Auge. Wir fahren mal einfach aus Spaß hier und werden berühmt, weil ich das sage. Boah, ich bin schon so gespannt. Dieser orangene Bildschirm bringt mir voll die Spannung. Boah, ich will's wissen. Los, komm schon. Danke. Und hier boomt das Leben. Singen. Was gibt's hier noch so? Ah, hier ist das Aufnahmestudio. Hilda? Ist es eine Frau? Du willst aufnehmen, und zwar einen Rocksong. Los. Teen Pop, langweilig. Rocksong, los geht's. Komm schon. Nee, du willst nicht begrüßt werden. Das ist egal. Los, leg einfach los und nimm diesen verdammten Song auf. Es ist deine letzte Chance. Rein damit. Wie, Was heißt denn hier, Nur weil du zu wenig Komfort hast, oder wie? Ich fühle mich so elend. Wahrscheinlich verliere ich meine Stimme, wenn ich jetzt nicht. Dann setz dich hin. Gar kein Problem. Setz dich. Du weißt aber schon, dass du hier nicht fürs Sitzen da bist. Meine Güte. Geht jetzt alles kaputt. Nur weil du sitzen willst. Oh mein Gott, du machst sein ganzes Leben kaputt. Das ist dir schon klar. Dein ganzer Erfolg. Alles, was du je geträumt hast, zu wollen. Alles hast du jetzt gleich gerade kaputt gemacht. Nur wegen deinem Komfort, du. Das kann doch nicht sein. Los. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So, jetzt ist es nochmal deine Chance, nochmal deinen Song persönlich aufzunehmen. Geh hin und nimm den Song auf. Sag es nicht, aha. Ja, du gehst rein. Du nimmst den Song auf und los geht's. Sarah Pood. Das war, glaube ich, schlecht. Mensch. Du hast eine. Letzte Chance. Hast du offiziell versaut. Oh Mann, Simone. Dann sing doch wenigstens hier, Simone. Dann mach doch mal. Wie singt denn hier Laura? Schlecht. Please not.
Ach komm, dann kauf dir erstmal Maki Sushi. Oh Mann. Simone, was war das denn jetzt? Ach Simone. Müssen wir dich jetzt noch mehr trainieren oder was? Sieht so aus. So, ja. So sieht's wohl aus. Das heißt, Simone hat noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Wir werden das aber auf jeden Fall bald nachholen. Aber dann auch erstmal eine andere Person machen, weil sie hatte ihre Chance. Bottom. Und danach fährst du fein wieder nach Hause. Es. Oh mein Gott. Ach, alles in den... Och, Mann. Ein Star? Marilyn Monroe. Oh mein Gott. Hier ist Marilyn Monroe. Man sieht's auch. Ein Star. Marilyn Monroe. Ein Star. Ja, ne, da fahren wir jetzt nur mal schnell nach Hause. Und das war's dann auch. Ja, komm, jetzt fang doch nicht an. Ja, warte. Ja, ich weiß. So, da ist doch schon der Wagen. Damit kannst du fein nach Hause fahren. Und dann kannst du deinen Komfort, deinen Harndrang, dein soziales Leben, Energie und Spaß wieder aufholen. Dann ist auch wieder alles in Ordnung. Und dann wirst du verdammt nochmal berühmt. Also nicht, als ob ich das jetzt wollen würde, aber... Irgendwie ja schon. Ne? Wer ist das überhaupt? Jesse? Lena? Paparazzo. Paparazzo? Ach, mit O. Tatsächlich. So. Er ist weg. Du bist hier. Alles. Adress. Ja. Und damit beende ich fürs Erste für heute das Let's Play Dauerprojekt Sims 1. Simone werden wir natürlich noch zum Riesenstar machen. Allerdings müssen wir dafür sie in den Top-Zustand. Und da gibt es auch eine kleine Sache, wie ich das machen kann. Und zwar mit Cheaten. Naja, alle Sachen, die sie hat, gut haben, dass sie es gut hat. So von dem hier den Leistenbereichen her. In der Leistengegend, hahaha. ja, und dann wird sie berühmt. Aber erst beim nächsten Video, oder bei den nächsten Videos, die dann bald kommen. Wie gesagt, das war Let's Play Dauerprojekt Sims 1. Mein Name ist IcarusPG und wir sehen uns bald wieder, ganz sicher. Bis dann.